Ja, liebe Zuschauer, und im Fachjargon spricht man davon oder nennt man es, man schließt die dramaturgische Klammer. Und das mache ich mit meinem nächsten Gast, mit Fabio Ziemsen. Der war schon in der ersten Sendung mit dabei in Berlin auf der digitalen Grünen Woche. Und er ist mein letzter Gast dieser Zukunft schmeckt on Tour Deutschland. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute sind Sie da auch als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Alternative Proteinquellen. Und alternative Proteinquellen, das sind vor allen Dingen Heuschrecken. Ja, durchaus. Das könnten in der Tat auch oder Produkte aus dem Bereich von Entofood sein. Also Heuschrecken, Mehlwürmer und was man dort so kennt. Aber es sind vor allem alles Produktquellen oder Proteinquellen, die halt im Grunde nicht aus dem, was man so kennt, aus dem konventionellen Proteinbereich der Tierversorgung bekommt. Also das heißt, es sind pflanzenbasierte Proteinquellen, es können aber auch fermentierte Sachen sein, es können aus dem Bereich der Algen oder auch der Pilze sein oder halt alles, was man heutzutage als Cellular Agriculture bezeichnet. Also Produkte, die im Grunde in einem Bioprozess oder in einem mikrobakteriellen Verfahren erzeugt werden oder in einem Medium gestaltet werden. Und das sind halt genau die Produkte, wo wir von Alternativen sprechen. Warum gibt es da so einen Siegeszug dieser alternativen Proteinquellen? Wobei, sind Sie schon auf dem Weg zum Siegeszug oder da könnte noch mehr passieren? Also ich würde tatsächlich davon sprechen, dass wir gerade hier eine enorme Entwicklung im Markt haben. Und das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass wir Konsumenten haben, die sich wesentlich mehr mit dem Thema der Lebensmittel auseinandersetzen, des Konsums auseinandersetzen und sich natürlich fragen, wie sieht im Grunde der optimale Ernährungsmix für mich aus. Und da ist es einfach so, dass in der breiten Bevölkerung mittlerweile das Bewusstsein angekommen ist, dass so fleischlastig oder so milchlastig die Ernährung nicht unbedingt gut für uns ist und auch für den Planeten und man sich einfach nach mehr Diversität sehnt. Und die Produkte, die wir jetzt sehen, sind Produkte, die einfach nicht mehr mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Tür kommen, so wie das vielleicht früher der Fall war, sehr, sehr stark über die Tierwohldebatte, sondern sehr viel mehr über ein Lifestyle-Bewusstsein kommen, mit einem ganz anderen Bewusstsein als solches und auch ganz anders kommuniziert werden und auch ganz anders schmecken. Die Textur, das Geschmacksprofil sind komplett anders und das ist nicht zuletzt auch eines der, oder sind nicht die Gründe, warum die Produkte auch so erfolgreich sind, ja. Was wird es, also ich fange mit einer anderen Frage an. Wir stellen ja solche Sachen auch vor im Internet, in Social Media, unsere Social Media Kanäle. Und ich habe, erst ist gar nicht lange her, eine haben wir das vorgestellt, alternative Proteinquellen, auch unter anderem Wanderheuschrecken. Ja. Und es kam sofort eine heftige Debatte auf. Das seien ja schließlich auch Tiere. Und es sei doch ethisch kein Deut besser. Was sagen Sie solchen Leuten? Ich habe mir ein bisschen schwer getan. Also es geht am Ende des Tages genau um das Wort, was ich gerade eben gesagt habe, Diversifikation. Also das heißt, wir müssen im Grunde gucken, dass wir einen Ausgleich in den verschiedenen Ressourcen haben, die wir uns bedienen. Und da ist es einfach so, dass das die Produkte, die aus dem Entofood-Bereich kommen, von der Protein ja, Qualität sehr, sehr hoch sind, aber bei wesentlich geringerem Ressourcenverbrauch. Und das ist ja letztendlich auch die Thematik, auf die es einzahlt. Wir sagen ja per se nicht im Verband, dass die Leute kein Fleisch mehr essen sollen, sondern sie sollen einfach wesentlich weniger und bewusster sich ernähren und einfach auch darauf achten, dass sie bestimmte, sage ich mal, Bedarfe auch über andere Proteinquellen ausgleichen können. Und wenn wir über den End-to-Food-Bereich sprechen, dann ist das ja im Grunde nur ein sehr, sehr kleiner Bereich. Wir haben da in der Tat einen regelrechten Hype am Anfang erlebt, sind jetzt gerade in so einer Delle, wo es im Grunde darum geht, die also richtigen Applikationen. Also da geht es um Heuschrecken, Mehlwürmer. Genau, das ist so ein Bereich, wo es jetzt erstmal darum geht, welche Produktapplikationen sich im Markt durchsetzen. Was aber wesentlich stärker sind halt im Grunde die ganzen pflanzenbasierten Lösungen. Wenn wir uns den Bereich der alternativen Milchprodukte angucken, also jetzt insbesondere Milch, dann sehen wir, dass wir dort nicht nur Soja haben, wie von früher, sondern Mandel, Hafer, Wahnsinn, was denn Hanf, vegan mittlerweile Cashew. Steht. Ja. Und da haben wir eine Produktvariation, das ist ja wirklich schon hier auch auf der Messe sehr, sehr stark vertreten, Erbsen. Und das ist natürlich schön zu sehen, was dort für die Branche für Entwicklung war. Ja, wir haben über ganz viele Sachen geredet, ja. Und wir haben unter anderem auch auf unserer Tour schon mal das Thema, ob es überhaupt genügend Rohstoffe dafür gibt, ja. Also Hafer, Erbsen und so weiter. Kriegen wir das hin? Also wir kriegen das definitiv hin. Das kann ich schon mal so vorweg sagen, weil es am Ende des Tages nicht um einen einzelnen Rohstoff geht.
Wir sprechen ja im Grunde auch davon, dass der Longtail, also sprich die verschiedenen Variationen, die wir am Ende des Tages an alternativen pflanzenbasierten Proteinen haben, als Gegengewicht genommen wird und einfach für eine gewisse Balance sorgt. Wenn man sich das Thema der Planetary Health Diet anguckt, dann sieht man, dass im Grunde der Bereich, in dem wir Fleisch konsumieren, sehr, sehr kleiner ist, aber wir einen wesentlich größeren Bereich an Hülsenfrüchten haben. Das ist so die eine Antwort, die ich Ihnen darauf geben kann. Die andere ist, es werden ja gerade auch sehr, sehr viele lokale Proteinquellen wieder neu entdeckt. Die Ackerbohne beispielsweise, das Thema der Lupine, der Buchecker beispielsweise als Proteinquelle. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, wie man diese Proteinquellen nutzen kann. Ein dritter Aspekt ist, den ich noch final ergänzen möchte, ist, dass wir natürlich auch sehr, sehr viele neue Technologien haben, wie beispielsweise das Vertical Farming, wo wir wesentlich ressourceneffizienter die Pflanzen anbauen können und dafür sorgen können, dass auch die Lead-Time verkürzt wird, wenn wir halt die Produkte in den Städten anbauen können. Und dieser Mix aus allen drei Komponenten stimmt mich sehr, sehr positiv, dass wir es auch in Zukunft schaffen werden. Zukunft, das war das letzte Wort und das letzte Stichwort. Vielen, vielen Dank, Herr Ziemse, für diese tolle Einordnung nochmal. Und ja, Ihnen vielen Dank für das Interesse an unserer Tour. Schauen wir mal, ob wir da nächstes Jahr noch mal was Ähnliches machen wollen. Auf alle Fälle sehen wir uns auf der Grünen Woche wieder. Da wird es auch wieder um die Zukunft schmeckt gehen. Es wird darum gehen, wie wir uns in Zukunft ernähren wollen. In eine Expedition sozusagen in die Zukunft der Ernährung. Vielen Dank fürs Interesse und Wiedersehen.